Hallo, ihr kennt das bestimmt. Wohin mit den Ketten? Wenn man so ganz lange hat oder kurz und man weiß nie, wohin wirklich damit. Dann hat man einen Platz gefunden, so wie hier jetzt bei mir der Fenstergriff. Aber letztendlich nervt es da doch dran, weil es dann auch mal hin und her bügelt hier oder klimpert, wenn ich das Fenster auf- oder zumache und das nervt mich schon. Jetzt habe ich eine ganz einfache Variation gefunden. Und zwar war ich bei Teddy heute und habe mir diese Noppis hier gekauft. So, und diese Noppis sind sehr, sehr cool. Also die sehen so aus. Ja, da oder so. Die sehen so aus, sind hier auch sehr beweglich, weil die aus Gummi sind. Dann haben die so eine Art Saugnapf hier. Hoppala. Und die macht ihr dann einfach auf die saubere Stelle, wo ihr die Dinger hinhaben möchtet. So, und richtig schön festdrücken. Dann nehmt ihr eure Kette. So wie jetzt auch. Jetzt weiß man nicht, ja, welche muss da jetzt raus und welche nicht. Nervt. Dann nehmt ihr die und hängt die einfach auf. Dann nehmt ihr die nächste. Hoppala. Und hängt sie einfach hier rüber und dann baumeln die so runter. Das macht ihr jetzt mit allen euren Ketten. Und schon braucht ihr das nicht mehr. Und da man ja Fliesen im Bad sowieso meist hat, hat man natürlich ohne Ende Platz. Man könnte die jetzt noch hier variieren, also so nach unten oder nach oben, nach unten, nach oben machen. Und dann hängen die so schick hier runter. Und mein Griff ist wieder frei. Ich kann ihn wieder bewegen, ohne dass mich irgendwas stört, ohne dass es klimpert. Oh, ist ja schön. Freue ich mich. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und es bringt euch was. Also mir bringt es auf jeden Fall was. Das ist natürlich nicht, sind natürlich nicht alle meine Ketten. Bei mir wird die Reihe noch bis nach hinten verlängert. Beziehungsweise bis nach unten. Mal gucken. Ich denke, ich hänge unten die kürzeren hin und oben die längeren. Ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Dankeschön. Tschüss.